Ein stolzer Mensch verlangt von sich das Außerordentliche. Ein hochmütiger Mensch schreibt es sich zu. Die meisten Menschen brauchen mehr Liebe, als sie verdienen. Siege, aber triumphiere nicht. Ein Urteil lässt sich widerlegen, ein Vorurteil nie. Für das Können gibt es nur einen Beweis, das Tun. Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins. Überlege einmal, bevor du gibst, zweimal, bevor du annimmst und tausendmal, bevor du verlangst. Es fällt uns sehr schwer, denjenigen, der uns bewundert, für einen Dummkopf zu halten. Sei deines Willens Herr und deines Gewissens Knecht. Viele Leute glauben, wenn sie einen Fehler eingestanden haben, brauchen sie ihn nicht mehr abzulegen. Haben und nicht geben ist in manchen Fällen schlimmer als stehlen. Eine mit Stolz getragene Niederlage ist auch ein Sieg. Zwischen Können und Tun liegt ein großes Meer und auf seinem Grunde gar oft die gescheiterte Willenskraft. Am Ziele deiner Wünsche wirst du jedenfalls eines vermissen: dein Wandern zum Ziel. Wenn die Neugier sich auf ernsthafte Dinge richtet, dann nennt man sie Wissensdrang. Ausnahmen sind nicht immer Bestätigungen der alten Regel. Sie können auch die Vorboten einer neuen Regel sein. Wir unterschätzen das, was wir haben, und überschätzen das, was wir sind. Die Menschen, denen wir eine Stütze sind, die geben uns den Halt im Leben. Vertrauen ist Mut und Treue ist Kraft. Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen und trotzdem zu uns halten. Es gibt Fälle, in denen vernünftig sein feig sein heißt. Nenne dich nicht arm, weil deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Wirklich arm ist nur der, der nie geträumt hat. Alberne Leute sagen Dummheiten. Gescheite Leute machen sie. Der Klügere gibt nach. Eine traurige Wahrheit. Sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit. Im Entwurf, da zeigt sich das Talent, in der Ausführung die Kunst. Wir sind leicht bereit, uns selbst zu tadeln, unter der Bedingung, dass niemand einstimmt. Geistlose kann man nicht begeistern, aber fanatisieren kann man sie. Nichts macht uns feiger und gewissenloser als der Wunsch, von allen Menschen geliebt zu werden.
Was nennen die Menschen am liebsten dumm? Das Gescheite, das sie nicht verstehen. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein. Was andere uns zutrauen, ist meist bezeichnender für sie als für uns. Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten. Man muss schon etwas wissen, um verbergen zu können, dass man nichts weiß. Es würde viel weniger Böses auf Erden geben, wenn das Böse niemals im Namen des Guten getan werden könnte. Wer an die Freiheit des menschlichen Willens glaubt, hat nie geliebt und nie gehasst. Und ich habe mich so gefreut, sagtest du vorwurfsvoll, wenn dir eine Hoffnung zerstört wurde. Du hast dich gefreut. Ist das denn nichts? Müde macht uns die Arbeit, die wir liegen lassen, nicht die, die wir tun. Eltern verzeihen ihren Kindern die Fehler am schwersten, die sie ihnen selbst anerzogen haben. Wer sich seiner eigenen Kindheit nicht mehr deutlich erinnert, ist ein schlechter Erzieher. Jeder Mensch hat ein Brett vor dem Kopf. Es kommt nur auf die Entfernung an.